Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und es ist das letzte Unboxing für diesen oder letzten Monat. Ja, ich bin wieder etwas spät dran, aber wer meine Videos verfolgt hat, weiß, dass es nicht anders ging, da ich die ganzen Glow2Go-Boxen angeboxt habe und auch verlost habe, beziehungsweise noch verlosen werde. Deswegen auf jeden Fall oben in der Infobox oder an der Seite am Schluss oder unten in der Beschreibung nachgucken. Da habe ich die Links auf jeden Fall bei den Gewinnspielen mitmachen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zu diesem Gewinnspiel, denn auch heute startet wieder ein Gewinnspiel. Und zwar wisst ihr, ich tue aus jeder Box jetzt mittlerweile, die ich im Monat bekomme, ein Produkt raussuchen und stelle euch damit eine Box zusammen aus den ganzen Boxen, die ich bekomme, beziehungsweise aus jeweils einem, also mindestens ein oder auch mehreren Produkten. Und das werde ich natürlich auch wieder bei dieser Box machen. Das ist nämlich jetzt die letzte Box, das heißt, ihr könnt wieder beim Gewinnspiel teilnehmen. Da brauchen wir natürlich Teilnahmebedingungen. Das ist jetzt, glaube ich, machen wir so. Also ihr müsst mir auf jeden Fall ein Like da lassen. Ihr müsst auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein. Und wichtig ist, dass das Abo öffentlich ist. Wichtig, dass es öffentlich ist. Und ich will einen Kommentar, in dem auf jeden Fall der Hashtag Box steht, damit ich weiß, dass ihr teilnehmen wollt. Und welches Produkt euch aus der Box, die ich jetzt erstellt habe, am besten gefällt. Also aus den ganzen Boxen. Ja, würde mich sehr interessieren. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Und dann gucken wir in die letzte Box. Und zwar die vernaschte die Weltbox. Und ich weiß nicht, aus welchem Land sie kommt. Keine Ahnung. Aber wird schon ein gutes Land sein. Mal gucken. So, und dieses Mal haben wir gar kein Papier, sondern das liegt alles nur so drin. Normalerweise ist da ja so Papier rundum. Und die Box kommt aus Südkorea. Hier seht ihr es, aus Südkorea kommt die Box. Finde ich nicht schlecht, ich mag Südkorea. Ich glaube, da hatten wir da nicht schon mal eine Box drin. Also eine Box, die aus Südkorea kam. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gucken wir mal. Aber ich sehe schon, dass ein paar Produkte drin sind, die wir schon mal hatten. Deswegen, ja, mal gucken. So, und zwar haben wir sehr viele Oreo-Produkte. Einmal diese Waffeln, und zwar sind das so Oreo-Waffeln. Das ist eben so Oreo-Waffeln mit Schokolade nochmal überzogen. Und da sind 5 Stück drin. Ich weiß nicht, ob ich die selber gegessen habe damals. Also ich kenne sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, die habe ich an meinem Bruder bzw. Neffen weitergegeben, weil ich es allgemein nicht so mit Oreo-Keksen habe. Deswegen wird dieses Produkt vielleicht an euch gehen, aber mal gucken. Erst gucken wir noch, was in der Box noch drin ist. Dann haben wir wieder einen Keks, und zwar White Chip mit Mandel, ein Cookie. Wir hatten auch von Hershey's schon einen Cookie drin, aber ich glaube, das letzte Mal war es ein Schokocookie. Dieses Mal ist es eben mit weißer Schokolade und mit Mandel. Ich liebe Mandel-Cookies. Könnte ich mich reinsetzen, deswegen wird der auf jeden Fall bei mir bleiben. Dann haben wir, mega interessant, hört sich ein bisschen eklig an, von KitKat Milk Tea Flavor. Ich habe gar nicht gewusst, dass KitKat wirklich so viele verschiedene Geschmacksrichtungen hat. Also wir hatten ja jetzt schon Kokos-KitKat drin, wir hatten Himbeer-KitKat drin, Zitrone, Erdbeer. Also die haben anscheinend sehr, sehr viele, und das ist jetzt eben Milch-Tea-Geschmack. Also ich habe noch nie Tee mit Milch getrunken. Weiß nicht, ob das schmeckt, keine Ahnung. Aber es hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, aber cool. Dann, die fand ich gut. Die waren bei mir auch schon drin von Lotte, denke ich mal, ist das. Pepero White Cookie. Also das sind so Mikado-Stäbchen mit so Cookie-Stückchen, also mit so Oreo-Stückchen dran. Die sind mega, mega gut. Also ich glaube, dass das die waren. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, dass das die waren. Werde ich sehr gerne essen. Dann haben wir von Cheetos wieder was drin. Also die sind anscheinend auch überall vertreten. Und zwar ist eine gute Frage, was das für ein Geschmack ist. Das steht jetzt nicht da, da muss ich im Heft gucken. Cheetos Mac'em Durk'em. Du wirst den Genuss auf der Zunge lieben. Der Mix aus Sweet and Spicy auf Maischips sind die wahre Garnfreude. Und du wirst nicht mehr aufhören können zu snacken. Ich weiß nicht, was für Cheetos wir bis jetzt drin hatten. Wir hatten ja einmal diese Bällchen mit Mortadella und einmal mit Käse oder Paprika. Und auch schon mal so Barbecue Cheetos, aber nicht so normale. Deswegen werde ich auch die gerne probieren. Die Barbecue Cheetos, die waren mega lecker. Da habe ich wirklich nicht aufhören können reinzufassen. Da habe ich die ganze Packung auf einmal gegessen. Aber das war Gott sei Dank auch eine kleine Packung. Eine große Packung wäre peinlich gewesen. Aber mega cool, werde ich auch sehr gerne essen. Dann haben wir, oh, lecker,
Habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Von Chupa Chups ein Getränk und ich denke, dass das so eine Orangenlimonade ist, so wie Fanta. Sieht auf jeden Fall so aus. Sieht sehr interessant aus. Ich mag Chupa Chups, ich mag Limonade, deswegen perfekt. So, dann haben wir Chips. Gut, weil ich habe die letzten Chips aufgegessen. Und zwar waren das die Wavy Barbecue Chips. Die waren, glaube ich, mal in der Amerika-Box oder so drin. Die waren so gut. Die waren so mega gut. Ich habe mir gedacht, erst, dass ich sie mit Guacamole esse, weil ich esse alle Chips, die mir nicht so schmecken, mit Guacamole. Und ich mag Barbecue eigentlich nicht so. Ist nicht so meins. Und dann habe ich die mit Guacamole gegessen, habe ich mir gedacht, die schmecken echt gut. Dann habe ich sie ohne gegessen, so gut. Also ich kann dir euch so empfehlen, die Wavy Chips haben eine coole Form und die schmecken echt sehr, sehr gut. Also die habe ich dann auch fast auf einen Sitz gegessen, also Hälfte, Hälfte am Tag. Ja, und dieses Mal haben wir Cheeseburger. Die wollte ich letztens schon drin haben. Wir hatten schon mal, nein, ich glaube, das war so Sour Cream, aber die hat mein Mann gegessen, wenn ich mich nicht alles täusche. Aber Pringles finde ich super. Ich esse sehr gerne Pringles und Cheeseburger bin ich mega gespannt, ob das auch wirklich noch Cheeseburger schmeckt. Weil das hätte schon mal drin sein können, aber da hatte ich dann die andere Sorte leider drin. Und dann haben wir noch ein Produkt, sieht mega lecker aus und ist wieder voll meins. Und zwar Peanut Butter Sandwich Cookie. Mega geil. Ich liebe Peanut Butter. Alles, was bis jetzt mit Peanut Butter drin war, habe ich so gerne gegessen. Ist natürlich mega ungesund, aber ich liebe Peanut Butter. Ich esse auch wirklich nur Peanut Butter mit den Produkten, die ich in dieser Box habe. Also ich kaufe mir selber keine Peanut Butter und auch keine Peanut Butter Snacks. Aber wenn da was drin ist, das ist bei mir bis jetzt jedes Mal weggekommen und habe bis jetzt jedes Mal mega geil geschmeckt. Deswegen sehr, sehr gut. So. Und das war's schon wieder mit der Box. Ging jetzt sehr schnell. Ja, 7 Minuten habe ich gerade auf meiner Kamera. Wir gehen auf jeden Fall wieder alles durch. Wir haben dieses Mal wieder 8 Produkte in der Box. Was mich ein bisschen wundert, weil es sollen ja 9 bis 11 Produkte sein, hätte ich gedacht. Aber vielleicht sind dafür die Schachteln einfach größer und man hat in den kleineren Boxen dann weniger Schachtel. Keine Ahnung. Beziehungsweise nur ein Stück von dem. Ja, gehen wir nochmal alles durch. Peanut Butter Sandwiches. Ich liebe Peanut Butter, wird so schnell weg sein, sag ich euch jetzt schon. Dann einmal die Cheetos, wie gesagt, die Barbecue, die waren sehr, sehr gut. Mag ich normal auch nicht, wie gesagt, Barbecue, aber die waren echt gut. Deswegen bin ich mega gespannt, wie die schmecken. Dann die Hershey's Keks, ich liebe Nuss-Cookies, einfach über alles. Dann Kit Kat Milk Tea Flavor. Bin ich gespannt, wie die schmecken. Keine Ahnung, ob das schmeckt, aber ich werde es probieren. Wenn nicht, werde ich es weitergeben. Dann haben wir einmal die Pringles. Mega geil, werde ich sehr gerne probieren. Wollte ich schon so lange probieren. Dann einmal die Chupa Chups Cola. Finde ich auch mega cool. Dann haben wir noch 2 Oreo-Sachen. Und zwar einmal diese Mikado-Stäbchen mit Oreo-Cookies dran. Und einmal diese 5 Waffeln mit den Oreo-Cookies dran. Und da ich diese schon kenne, werden dieses Mal diese Oreo-Waffeln an euch verlost. Genau, aber die werden an euch verlost, weil ich die letztes Mal einfach auch schon nicht gegessen habe, weil ich hab's nicht so mit Waffeln und auch nicht so mit Oreo und deswegen habe ich das gleich meinem Bruder weitergegeben. Diesmal gebe ich nicht meinem Bruder, sondern ich gebe es euch. Also das wandert auf jeden Fall als letztes in eure Box. Ich hoffe, ihr freut euch. Und das war's dann mit dem Video. Nehmt, wie gesagt, teil. Auf jeden Fall ein Like da lassen, einen lieben Kommentar da lassen, wo ihr den Hashtag Box drin habt und schreibt, welches Produkt euch aus der zusammengestellten Box am besten gefällt. Und natürlich öffentlich Abonnent meines Kanals sein, damit ihr auch wirklich teilnehmen könnt. Und dann hoffe ich, dass auch die, die nicht teilnehmen, mir trotzdem Daumen nach oben da lassen, falls es ihnen gefallen hat. Und auch einen lieben Kommentar da lassen. Ich lese wirklich alles durch. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte. Aber ich antworte meist auf alle Kommentare. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, einfach abonnieren, hier an der Seite oder unten auf dem Abonnieren-Button. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schaut auf jeden Fall bei den Gewinnspielen vorbei, denn es laufen wirklich viele Gewinnspiele. Ich muss jetzt dann sehr viel zur Post bringen. Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Resttag. Tschüss!